Moin Leute, willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir von Rocco die 74151 und die 74154 aus. Das sind Doppelstockwagen der DBAG und fahren zwischen Stuttgart und Lindau. Als ein Regionalzug natürlich. Die sind, glaube ich, neu, gerade auf den Markt gekommen, werden gerade ausgeliefert. Es soll ja heißen, dass bei diesem Wagen jeder einzelne Wagen einen Schleifer unten hat. Jeder einzelne Wagen, weil die Doppelstockwagen Innenbeleuchtung haben und der Steuerwagen einen Decoder für Lichtwechsel, dies, das, Ananas, wie beim weißen Twindex Vario von Fitness kann ich sagen. Brava, ja. Das ist genauso das gleiche Schema eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt mit dem, dass hier jeder einzelne Wagen einen Schleifer unten hat. Es wird aber so gesagt, dass es so sei. Auch wieder gut eingepackt in Plastikfolie. Die Wagen sind natürlich in Kooperation mit HMB Modellbau entstanden. Also nicht mit uns, sondern mit Rocco. Die hatten eine Kooperation und dadurch sind die Wagen entstanden. Wollen wir uns nochmal anschauen und wollen gucken, ob das auch wirklich stimmt. Aber so wie es aussieht, stimmt das wohl. Was nicht so geil wäre, weil ihr schon irgendwie Schleifer laut sind. Das kann man schon so sagen. So, Paket mal weg. Das, die 74151 mit dem Steuerwagen und dann noch die kleineren Pakete, die 74154. So, das ist jetzt alles, was wir haben für heute. Ich glaube, wir fangen mal mit den Ergänzungswagen an. Das Beste immer zum Schluss natürlich. Man kennt's. Dann machen wir das mal kurz nach da hinten. Dann packe ich zuerst den Ergänzungswagen aus. Ja. Ach ja, und die sind natürlich maßstäblich, weil wir haben ja natürlich auch schon Doppelstockwagen. Aber die sind ein bisschen verkürzt. Und ja, hier Verbindungen zwischen Wagen, Kupplungen und so eine Stabkupplung. Das sind ganz normale Kupplungen. Das sieht nicht danach aus, ob das eine stromführende Kupplung ist, was schon mal darauf hindeutet, dass jeder Wagen eigene Stromversorgung hat. Aber mal sehen, da packen wir erstmal dieses Schmuckstück aus. So, und dieser Wagen hat einen Schleifer. Die Kupplung hier ist noch nicht zugerüstet, kann man noch selber machen. Aber so jetzt eigentlich sehen die doch schon ganz gut aus, muss ich sagen. Ja.
Nicht, ich muss sagen, nicht so sehr detailliert wie die von ja, von dem weißen Twindex, den wir schon mal Twindex Vario. Na, aber ja, mal, was soll ich dazu sagen? Also, da finde ich die vom anderen Doppelstockzug besser. Und dann noch dieses kleine Fenster da. Ja, mal sehen, wie laut die wirklich sind. Es ist ja auch immer unterschiedlich, wie von der Lautstärke der Schleifer auch. Aber so wie die jetzt aussehen, sind es keine leisen, glaube ich. Werden wir dann im Fahrvideo dann sehen von den Wagen. Machen wir ein ja, eigenes Video draus. Hier auch wieder natürlich mit Kupplungsteilen. Es müssen natürlich nicht die sein, es können auch von anderen Marken dran. Ja. Und auch hier wieder Schleifer. Unten ist eine Metallplatte verbaut. Aber ansonsten sehen die doch schon ganz anständig aus. So, dann kommen wir jetzt zum großen Packerl. Ja, sieht man gar nicht mehr ganz. So, packen wir das mal aus hier. Und dann bin ich gespannt auf den Steuerwagen. Und Fahrradwagen, also wo man halt noch Fahrräder mit transportieren kann. Hier noch etwas zum Umrüsten. Ich glaube nochmal für einen Kupplungsschacht da. Nochmal ein mit Puffern und so weiter. Seht ihr da das große Teil da? Kann man, glaube ich, noch umrüsten, wenn da der Steuerwagen auch noch eine Kupplung haben soll. Dann hier bei den anderen zwei Wagen da immer noch genau das gleiche. Kupplung in der Wagenverbindung. So. Okay, dann fangen wir erstmal mit dem Fahrradwagen an. So. Der hat natürlich auch wieder einen Schleifer. Da ist das Fahrradsymbol, da ist auch sehr, sehr viel Platz. Ich weiß nicht, ob da keine Inneneinrichtung drin ist oder ob das so sein soll, aber da ist nichts drin, da in dieser unteren Etage. Ja. Dann schauen wir uns noch mal den ja, ganz normalen Großraum, zweite Klasse, ja, Doppelstockwagen an. Und dann kommen wir auch schon zu dem schönen, ja, Steuerwagen. Hier auch wieder mit Schleifer. Also jeder Wagen hat einen Schleifer, so wie es eigentlich gesagt war. Man hofft natürlich, dass es nicht so ist, aber ja, ist halt bei dem Paket so. Da ist die Toilette drin.
So. Dann kommt auch schon der Steuerwagen. Der ist schon etwas schwerer als die anderen natürlich. Sieht auch, muss ich sagen, ganz gut aus, oder? Also wenn dann noch diese Anzeige da oben leuchtet, die Zugzielanzeige, diesen Aufsatz da mit den Puffern, und da kann man wechseln, das was wir vorhin gesehen haben, und halt, dass halt hier noch so ein Schlitz ist, wo man halt dann noch mit dem Kupplungsschacht hier eine Kupplung reinbauen kann. Das ist der Kupplungsschacht. Ja. So. Da ist die erste Klasse. Oben ist die erste, glaube ich, und unten ist die zweite. Sieht man auch hier. Ja, ich muss sagen, sieht ganz anständig aus. Nur ein Kriterium, was ich jetzt vom Anschauen her schon sagen kann, sind die Schleifer. Die werden sehr wahrscheinlich sehr laut sein. Aber lassen wir uns da erstmal überraschen. Aber es ist jetzt erstmal, ja, so gesagt, weil Schleifer meistens immer lauter sind. Ja. Aber da bin ich schon gespannt auf das Fahrvideo, was die nächsten Wochen auch kommen kann, soll, muss natürlich auch. Ja, und dann wäre es das auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ja, wir sind auf den Weg zu den 450 Abonnenten. Na, ihr wisst, reinschallern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao.